Hallo und wieder recht herzlich willkommen in einem niegelnagelneuen Let's Play mit den Fallout Legends. Mit dabei haben wir die Vizepräsidentin des Weißen Hauses, die Diva Creativa. Hi. Amomuro. Abend. Blindmann Nummer 1. Hallo. Aufpasse. Hallo. Nexane. Hallo. Der Morlock. Mahlzeit. Und der Herr Siebenstein. Schönen guten Abend. Und ich glaube, jetzt habt ihr alle hier genannt, ne? Ja. Ich wollte gerade in-game sprechen, aber das ist mir wieder nicht gelungen. Es steht gerade Portfehler 0 und ein roter Lautsprecher. Schade. Ja. Warum geht dieses nicht? Das weiß ich nicht. Das habe ich manchmal auch gehabt. Nach dem Reset oder Relog ging das. So. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Lars Zander und so. Also Graf Zander. Ne, der letzte Donner. Wer hat denn den gepult jetzt? Ich, weil ich dachte, ihr seid bereit. Ne, noch nicht wirklich, aber das macht nichts. Das war der Zerrüttete. Und denkt dran, R drücken, dann könnt ihr alles aus der Umgebung nehmen. So, die anderen Ammo. So, wer will? Jupp. Macht die Dinger kaputt. Ich weiß ja nicht, ob die dann wiederkommen. Das sind die Lawinenbeschwörer. Juhu. So, gehe zum Ivaris Isolation Dingensbummens hier. Jetzt muss ich woanders hin. Wir haben gewonnen hier. Ja, passt doch. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Wahrscheinlich ist das jetzt die dritte und dann müsstest du nach Bruchberg. Ja, der oben ist oben in Edenheim und dann wahrscheinlich nach Bruchberg, danach der nächste genau. Die Höhlenforschung. Also fange ich nochmal wieder von. Man fängt die Dinger mal wieder von vorne an. Alles klar. Gut. Dann war das ganz nice gewesen. Kommt er schon wieder? Ja. Der ist schon wieder da. Ja. Das geht immer recht schnell mit den Typen. Das ist gut. Ach, dann helfen wir, glaube ich, den einen noch hier. Ich glaube, der hat die noch nicht. Gut, wer hat die noch nicht? Bankbüchs, hast du die noch nicht? So. Den dürft ihr jetzt haben. So, wo musst du jetzt hin? Um Edenheim ist quasi dieses Ivaris Isolation. Mhm. Ah. Ich muss bloß mal einen Vorratsbehälter knacken. Ja, das wird jetzt immer. Michelle, die werden jetzt immer härter, die Gegner hier. Na, das glaube ich schon. Das ist ja sowieso schon für mich eigentlich eine Gegend, wo ich ja noch gar nicht hin kann. Nein. Also hin können schon, aber. Da muss ich erstmal nach Lichtholz auf jeden Fall, weil sonst so kann ich nicht in die Stadt porten. Ich glaube, so in die nicht einnehmbaren Gebiete kannst du nicht hinreisen. Ich glaube, diese Außenpost
Posten gelten dann, glaube ich, nur als Reisepunkt. Als Reisepunkt, genau. Also der hat auch einen Gasthof, den kann ich ja benutzen, oder halt Schnellreisepunkt. Na, gut. Also, wollen wir das Ding tatsächlich in Angriff nehmen, oder wie? Ja, warum nicht? Ja gut, dann muss ich jetzt erstmal nach Edenhain zurück, sonst kann ich auch nicht schnell reisen. Rückruf ins Haus. Ins Haus. Ja, können wir noch probieren. Also ich hatte eh Interesse. Das wäre schon cool, wenn man das abschließen könnte, ja. Ja, die Frage ist, wer hat den Reisepunkt die Straße der Sammler? Oder Straße der Sammler? Ich bin gerade im Ladebildschirm, muss mal gucken. Einige sind ja auch neu, ne? Ja, deswegen frage ich ja, deswegen. So, Michel, wir sind wieder bei dir, jetzt kannst du wieder mitkommen. Ja, genau. Juhu! So, Edenhain. Ach du heilige Kanonenrohr. Ja, also, jetzt. Die Straße der Sammler habe ich. Ich auch. Blindmann hat sie, Quincy, ich habe sie. Wer noch? Wo soll die denn sein? Edenhain. Weil der willst, möchtest du da mit hochkommen? Ist das dieser obere Landmark? Ja, bei okay. Edenhain. Den habe ich noch nicht. Ach Gott, da komme ich ja noch gar nicht hin. Nee, draußen willst du auch nicht. Da willst du auch nicht hin, Michel. Da willst du nicht wirklich hin. Hat doch nicht nee. Meine Frage. Hab ich auch keinen Punkt. Ich könnte ja. Aber aus dem Posten letztes Gefecht. Also rechts davon. Was mit Tapferkeitsfeste? Hey, tiefe Schlucht könnte ich hin. Da habe ich sogar tatsächlich einen Punkt. Aber dann komme ich auch nicht weiter. Nee, warte mal. Das ist doch eine. Das würde sogar passen. Außenposten Ostbrand. Da kann ich hin, da habe ich ein Hotelzimmer. Okay, bis dahin komme ich nicht. Ich komme nur, Moment. Sturmwindtalschrein. Hm. Aber das ist 60er-Gebiet, wo wir dann durchlaufen, auf jeden Fall. Ja, das ja ist echt... ich weiß, ich sehe das ja. Von 51 bis 60. Also, Nee. Alles gut, alles gut. Also wer alle zu Tapferkeitsfeste kann oder zumindest, oder wir machen es ganz ab, wer noch nicht diesen Straße der Sammler hat und auch nicht die Tapferkeitsfeste. Sag an. Da könnte man sagen, treffen wir uns in Ostbrand, weil dann könnte man direkt da schon durchlaufen. Es wird dann zwar ein weiterer Weg, aber für die, die dann den Reisepunkt noch haben möchten, die können dann beispielsweise den Reisepunkt sich dann noch schnappen. Und Ostbrand ist bei der tiefen Flucht. Verdammt, ich habe einen Anruf von meinem Doc gekriegt. Fällt mir gerade jetzt ein. Oh, oh. Von wem? Von meinem Hausarzt. Hör auf zu zocken, meinte. Ja. Um 18.48 Uhr. Ups. Ups. Das ist ja gemein, verdammt. Ja, aber mein Handy da gerade auf... Reset und Update und dann 3x, 23 mal neu geladen. Arr. Ja. Musst du gleich morgen früh anrufen dann. Ja, ja, muss ich unbedingt machen. Okay. Also würde ich sagen, Ostbrand also, bei der tiefen also Schlucht. Also ich habe direkt tiefe Schlucht, ich kann direkt zum Außenposten Ostbrand. Ja, also wo für die da auch hin können, dann laufen wir nämlich von da aus nach Edenhain. Und dann direkt dann zur, na wie heißt das Ding? Straße der Sammler. Für alle, die das Ding noch nicht haben. Also einmal Ostbrand. Wo ist denn dieser? Ja, Ostbrand ist in der tiefen Schlucht. Also ganz rechts dieser Außenposten. Ganz rechts auf der linken Seite. Da, Ostbrand. Daher. Da kommst du, da treffen wir uns alle und dann laufen wir von da aus auf jeden Fall nach. Ich bin schon unterwegs. Er fliegt gerade. Ich nehme gerade den Flieger. Also ich komme da nicht mit, ne? Alles klar. Nee. Dass alles du gut. Bescheid wirst. Alles gut, Michel. Ich glaube, das ist. Ging mir genauso. Habe ich auch nicht hingekriegt. Nee, irgendwann komme ich zu euch. Ja, du kommst ja da auch hin, aber wie gesagt, das habe ich auch am Anfang nicht hingekriegt. Weil es auch echt zu fett ist, ne? Hier ist es ein bisschen kühl. Ja, hier ist es sehr kühl. Ich bin erstmal nach Immerfall. Die sieht man nicht so gut. Das ist nicht verstecken.
Ja, da sind wir ja schon alle hier, ne? Mhm. Oder? Ich bin gerade beim Zerlegen so lange. Also, weil wir sind ja schon so gut wie alle da. Mach erstmal. Ja, wegen Schleppen, ne? Oh, ich habe noch ein schönes Kleid. Mit Wonderbra. Mit Wonderbra, genau. Ja, ich bin bereit. Streitaxt Expertise 505 habe ich jetzt. Wer will sie nicht haben? Ich. Ich auch nicht. Gut. So, mal gucken, ob ich hier alle Kräfte. Ich bin bereit. Aufpassen, steht da noch auf dem Fahrstuhl. So, wir sind 1, 12, ja, reicht. Alle da? Walter, Blindmann? Ja, ja, ich bin da. Aufpasse! Ach, der war noch mal ganz kurz austreten, ne? Ja, weiß ich nicht. Aber das ist schon ein bisschen länger her, oder? Na, nicht, dass er angefroren ist da an der Stelle. Ich meine, das ist ja auch sehr kalt hier, ne? Hier! Andersrum, andere Richtung! Das ist so geil, ey. Ah, nee. Ein Glück, dass uns hier keiner zuhört oder zusieht, wie wir spielen. Ich bin richtig froh. Stell euch mal vor, ich würde das hier öffentlich stellen, was ich hier mache. Das wäre doch wohl, das geht gar nicht. Echt? Nee, könnt ihr euch das echt mal vorstellen? Das würden andere Menschen sehen, was wir hier spielen und machen? Das geht gar nicht. Und wir würden auch noch Geld dafür kriegen. Oh, ich bin gerade vom Wege abgekommen. Der Moloch, der kommt da. Jetzt haben wir, nehmen wir den kleinen Weg oder den ganz weiten? Ne, nehmen wir den kleinen Weg. Bleib mal lieber bei der Truppe, Walter. Ich weiß nicht, warst du hier schon mal? Ich glaube, ganz flüchtig. Also hier ist das richtig, richtig knasch. Ich glaube, hier war ich mal mit Nexana hier längst gelaufen. Ja gut, mit Nexana geht das. Aber hier kriegt man richtig Fubak. Naja, Nexana war da Level 40 oder 50. Der André Siebenstein, ich höre ihn atmen. Jawohl. Er hat jetzt eine Stunde lang die Luft angehalten. Echt jetzt, André? Ja. Nein. Weißt du warum? Ich habe nicht. Weißt du warum? Die Kneipe ist leer. Aber echt jetzt? Ja, was denkst du denn? Alles auf deine Kosten. Okay, das ist richtig. Dann hast du alles richtig gemacht, André. Die Gildenkasse leer. Dann hast du alles richtig gemacht. Ist ja bloß mein Taschengeld, was ihr verbraten habt. Den Alter. Rest hat ja die First Lady unter sich. Ja, dann ist ja gut. Region Edenhain. Ja. Wie gut, dass sie das jetzt nicht mehr hören kann. Ein Glück, ja. Warte mal. Gut. Ich musste mir erstmal Chips holen. Haben wir das schon gedacht? Ich dachte, die Strumpfbänder hochziehen. Also. Ja, genau. Ah, das ist richtig. Na los, komm hier. Na komm. Greif zu, Nexana. Achtung, Güllekriege. Ja. Boah, dann musste sich nur den Schlippel wieder richten. Echt jetzt? Ja. Das mache ich auch immer regelmäßig. Das stimmt aber doch. Er saß nicht richtig auf dem Kopf.
Ich hab doch keinen an. Ich hab den auch auf dem Kopf. Das sind Schlipper? Neue Mode. Das sind doch die Güllekrieger, ne? Die mit dem Durchfall hier. Die sind nervig. Wenn du da den Stack richtig hoch hast oder so, dann kriegst du kaum Gegengehalt. Na, wenn du das Zelt rechtzeitig hinstellst, sag ich mal, könntest du wahrscheinlich noch hinhauen. Achtung, Bulle. Mouflon. Ein Mouflon. Nein, Mouflon sind ganz andere Tiere. Richtig. Ich höre schon wieder das Schreien in meiner Nähe. Also die... Oh, oh. Oh nein! Hä? Ich bin nicht rechtzeitig weggekommen eben. Bist gestorben? Ach, na, niemals. Er doch nicht. Und so ein klein bisschen doch nicht. Hallo? Also ist am wenigstens einen ruhigen Weg. Die nächste Strecke ansatzweise geht nach Bruchberg. Und dann sind die Dinger wirklich Elite. Dann ja. Hier ist ein Elite tiefschwarzer Witter. Sehr gut, Ammo. Werde verfolgt. Hau ab, geh weg da! Da. Das hört sich echt schon ekelhaft an, ne? Ja, ich hab... Vielleicht haben sie es auch so aufgenommen. Nee, das glaube ich nicht. Nexana aufessen, denk dran, ne? Ich muss doch meine Begabung hier weiter skillen. Achtung, Pussys. Nein. Wo ist Thorsten? Hier. Eine Speerbrustplatte des Briganten habe ich. Hier wird das wieder sehr schön bunt. Deckung! Warte! Oh, das war cool, ne? Boah, lass mich doch in Ruhe. Ich konnte da gerade noch so rauskriegen aus dem Haufen. Nexana hat erstmal einen Baum geknackt. So. Ein paar Nüsse gefunden, brauchen wir welche? Sogar drei Stück. Sind das nicht deine? Na, ich habe genug eingelagert. Für nächstes Jahr Weihnachten. Ja. Ist nicht mehr lange. Achtung, eine Miezekatze. Rückzug, na klar. Feiges Teil. Platsch mit dem Hammer ruf. Oh, die Ecke habe ich auch noch nicht erkundet. Was ist denn hier los? Alles klar, hab schon. Geschwürebau, hm? Hab ich das hier schon? Wie
Jetzt, wir stehen draußen, ne? Hm, ich wollte bloß mal gucken, ob ich das schon hab. Geschwürebau? Ich hab's nämlich auch noch nicht gehabt, deswegen. Jetzt hab ich's. Du bist ein Freund mit. Ja, das ist mein Kumpel. Walter, das ist mein Kumpel, darf ich vorstellen? Was? Ich wollte noch mal reingehen. Also doch nicht rein. Nee, weil sie alle wegrennen wieder. Die Feiglinge. Schon hier ist auch noch ein Bau. Den habe ich auch schon. Der erste andere Weg ist das ja. Das ist die andere Ecke. Also dann machen wir jetzt hier einen kurzen Abstecher über die Klippe. Legen die hier noch um. Achso, da kommen hier ein paar. Da ist er doch. Was? Der Reisepunkt. Ah, da ist er. Ja. Da ist er ja. Genau. Nein. Wieso, was machen wir denn bei dem Reisepunkt? Manche haben ihn doch noch gar nicht. Ach so. Bernd, spring einfach. Vertrau mir nicht, Bernd. Bernd, spring einfach, aber vertrau mir nicht. Das Knacken sind doch nur die Kniescheiben, kein Problem, das halt wieder. Hier haben wir doch schon mal gekämpft, Ammo. Ja. Ich weiß, welche Höhle. Ich hab das schon hier. Hier waren wir mit dem Stick schon mal gewesen. Jo. Haben die Knochen geknackt, Bernd? Sorry. So. Dann weiter. Selbst? Na, jetzt noch nicht. Direkt hier am Hang wollte ich ein Zelt bauen. Nee, da bist du zu weit weg auf jeden Fall. Sogenanntes Hanghuhn. Kommt noch ein Bogenschütze, den legen wir auch um. Ich mach 8 Stück davon killen. Ja? Nee, wir müssen über die Brücke. Weil andersrum, das geht glaube ich nicht, so wie es aussieht. Na dann. Lass liegen, nicht aufessen, Kinder. Kommt her hier, ja? Oh toll. Oh Manu. Ich will aber. Ihr könnt nicht immer alles aufessen. Komm jetzt weiter. Ja, ich komm schon. Er stand wieder so verloren da. Ich hab nur geguckt. Dass da keiner guckt. Okay, dann ist gut. Aber da guckt einer. Ah nein. Nein. Guck. Ich sehe da schon ganz deutlich, das wären 2 Aufnahmen. Jo. Also, wenn wir Rast machen müssen, machen wir Rast. Ja. Na, wir sind bei 24. Halt, hier hat jemand eine Tüte liegen gelassen. Und das in diesen Zeiten. Wer lässt eine Tüte liegen? Ich verstehe es auch nicht. Denk mal, wenn wir oben an den Klippen sind, dann passt das. Xana mal ein bisschen unter die Arme gegriffen. Was? Ja. Das war voll Knorke. Was war Duftel?
Jupp, Wasser schon. Zieht's einmal, wenn man hinlaufen muss. Ja. Ist schon krass, aber ist cool. Aber ist okay so. Ja. Ich denke mal oben an der Treppe. Klar, da machen wir erstmal Break wieder. Alles klar. Nach den vielen Stufen ist erstmal wieder Luft holen. Ja, echt mal. Mit 500 Kilo Gepäck. Du musst ja nicht alles aufsammeln, was du findest. Okay. Gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, tatsächlich, morgen geht's weiter und wir verabschieden uns wieder, eure Fallout Legends. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Und natürlich euer Quincy.